So, Folge 5 von Inside Politics. Sozusagen meine Videoauskopplung aus Civics Blogspot. Das kennt jetzt mittlerweile doch schon eine gewisse Gruppe von Leuten. Wir sind heute in Triest, ja, und glaube ich, wir gehen langsam auch den internationalen Weg. Und wir sind heute beim Movimento Trieste Libera. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, weil mein Italienisch ist leider schlechter als mein Spanisch. Aber warum sind wir heute hier? Die Triestiner wurden 1918 den Italienern zugesprochen. Das war nach dem Ersten Weltkrieg. Dann kam ein Zweiter Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine UNO-Resolution, sofern ich mich nicht irre, war das die Resolution Nummer 16, die die Installation des Freistaates Triest als eigenen Staat und auch als Gründungsmitglied der UNO ratifizierte. Das war quasi eine Art freies Territorium. Heute sind bei mir Gianni Krischczak als Übersetzer, dann Stefano Ferluga, Präsident der MTL und Vito Potenza, Sekretär der Triestinischen Freiheitsbewegung. Ich glaube, der Begriff Freiheitsbewegung trifft es. Die Gruppe ist ja an sich zwar schon eine Partei, aber möchte nicht in das Triestinische, also in den Gemeinderat der Stadt Triest reingewählt werden oder ins Stadtparlament, sondern möchte quasi den Weg freimachen, um die Unabhängigkeit von Triest von Italien zu erreichen. Dice giusto se il Movimento Trieste Libera è un partito ma che non ha nessuna intenzione di partecipare alle votazioni, alle elezioni comunali, ma vuole semplicemente raggiungere l'indipendenza del territorio libero. Sì, che... in effetti così il movimento nasce appunto all'inizio per dare la maggiore informazione possibile sulla questione del territorio libero di Trieste e soprattutto sulla questione del porto di Trieste. Sì, das ist wahr, also die Bewegung ist so geboren, um den Leuten in Triest zu erklären, was in diesen Jahren passiert ist. In modo appunto da dare ai cittadini quella consapevolezza di appunto dello strumento, della possibilità di avere, anche perché questo è un dato di fatto, le leggi internazionali, il trattato di pace è tuttora in vigore, dice appunto che Trieste è un territorio libero, quindi una nazione a sé stante. So, der Friedensvertrag von 1947 sagt, dass Trieste ein Freistaat ist, unabhängig, und das wollte die Movimento Trieste Libera den Leuten bekannt geben. E il senso appunto di non andare a a fare elezioni politiche nell'attuale amministrazione italiana e appunto si vuole proprio perché si vuole proprio il distacco totale da questa questione. Und deshalb will man nicht an der Wahl, an der sogenannten italienischen Wahl teilnehmen, weil praktisch die Bewegung diese Wahl nicht anerkennt. Das wäre, wenn sie das tun würde, dann wäre das quasi ein Anerkennen. Quindi se il movimento si candidasse a queste elezioni sarebbe come un riconoscimento della validità dell'Italia. Posso? Abbiamo una cosa che avete? No, proprio ultimamente abbiamo appunto rinnegato anche le ultime elezioni fatte qua a Trieste dagli occupatori italiani e siamo finiti proprio davanti a un tribunale amministrativo chiedendo appunto che queste venissero annullate. Und das haben wir auch so gemacht, dass wir die letzte Regionalwahl sozusagen nicht akzeptiert haben und wir haben das Problem zu einem regionalen Gericht gebracht. L'esito ovviamente da parte dell'amministrazione italiana è stato
negativo nei nostri confronti, anzi ci hanno reputati a questo punto eversori, ma una nota importante invece è stata quella che anche in questa sentenza è stato nuovamente validato nuovamente il delegato ottavo, che è quello che appunto la parte del trattato che gestisce il porto libero di Trieste. Das Gericht hat zwar uns Unrecht gegeben aus unglaublichen Gründen, aber obwohl das Urteil so komisch war und ungerecht, hat trotzdem anerkannt, dass der Anhang 8 vom Friedensvertrag doch immer gültig ist. Und das ist der Anhang, der den Hafen angeht. In questo momento siamo infatti pronti ad agire anche in ambito internazionale con una causa, quindi è allo studio adesso quella che proprio sarà la causa internazionale per il territorio di Trieste. Wir sind im Moment dabei, ein internationales Verfahren zu unternehmen, denn dieses Urteil von einem italienischen Gericht war wichtig, um ein internationales Verfahren zu beginnen. Sozusagen, um in Berufung zu gehen. Sozusagen, ja. Was waren da, weil du gesagt hast, unglaubliche Gründe wurden da aufgeführt, was waren da für welche Gründe? Cos'erano queste motivazioni assurde che il TAR ha emesso nel suo giudizio? Ma l'assurdità è che ad un ricorso, quindi ad una semplice richiesta di chiarimento, il TAR ha reagito appunto uno negando i principi di quello che è il trattato di pace, che è tuttora in vigore, tra l'altro è appreso anche da parte della Costituzione italiana, e l'altro appunto è quello che ci hanno definito eversori, quindi pericolosi per la propria terra. Zwei Sachen, also das Gericht hat praktisch durch ein Urteil so den Friedensvertrag aufgehoben, als wäre das nicht mehr gültig, und aber der ist gültig, denn im 52 hat das italienische Parlament dieses Gesetz ratifiziert, also was den Friedensvertrag angeht, und dann, weil normale Bürger das Recht haben, ein Verfahren zu fragen, und das Gericht hat diese Leute als gefährliche Bürger der Gesellschaft deklariert. Also das heißt, sie werden de facto als Terroristen angesehen. Siete stati visti come dei terroristi. Diciamo la fase prima, diciamo, di arrivare a tanto. Comunque siamo già in grado di impugnare questa sentenza, portarla intanto al Consiglio di Stato per quanto riguarda i tribunali italiani, e comunque questo farà parte del nostro, diciamo, curriculum che serve per mandare avanti la causa internazionale, che si baserà anche sui diritti umani. Quindi. Sozusagen ein Schritt hinter den Terroristen sind wir, und wir sind dabei, jetzt den Fall vor einem höheren Gericht in Italien zu haben, und dann dieses Urteil werden wir für weitere internationale Verfahren verwenden. Das ist eine der Sachen, die wir dann in einem internationalen Verfahren verwenden werden. Das ist ja alles sehr kostspielig. Und wie finanzieren Sie sich dann? Weil solche Gerichtsverfahren können ja im Zweifel auch Jahre dauern. Also. Tutto questo sembra molto caro da sostenere. Come pensate di sostenere economicamente questi processi per alcuni anni? Ma noi continuiamo a sostenerci attraverso la nostra autotassazione, diciamo, quindi il movimento prosegue con appunto i tesseramenti che avvengono annualmente, con la vendita di qualche gadget, oppure con delle semplici donazioni date da
e i semplici cittadini. Wir finanzieren uns selbst. Wir haben dann Gadgets, wir verkaufen Merchandising. Und es gibt dann Spenden von privaten Leuten. Ja, gut, auf der Basis kann man dann aufbauen. Ich habe gehört, 3.500 Mitglieder hat die Partei jetzt schon. Wie lange gibt es jetzt die Partei? Wie lange? Da quanti anni c'è il partito? Il movimento è nato 2 anni fa, nel novembre 2011. 2 anni lang, im November 2011. È giusto che ci sono circa 3.000 iscritti? Esattamente così. Ja, das stimmt, es sind ungefähr 3.000. Im Moment ist das Movement, diciamo, più forte a Trieste, sicuramente. Es ist in dieser Zeit die stärkste Partei in Trieste, was die Angeschriebenen angeht. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil das sind knapp 2% der Bevölkerung. Dice che questo si può immaginare, visto che si tratta più o meno del 2% della popolazione. So, das heißt, die Basis ist jetzt gelegt. Hätten Sie eigentlich vor 2 Jahren, als Sie damit begonnen haben, das aufzubauen, sich so einen Erfolg auch schon erwartet? Avreste potuto immaginarvi un progresso così grande 2 anni fa, quando avete cominciato? Sinceramente no. Ehrlich gesagt nicht. È stato però comunque un succedersi di questioni legate sicuramente anche alla crisi che sta attraversando Trieste, tutta l'Europa sicuramente, ma Trieste in modo particolare, ed è stata un po', diciamo, quella rabbia che ha mosso il fatto di avere un porto internazionale messo in queste condizioni proprio dallo Stato che ci sta amministrando malissimo in questo momento. Also wir konnten uns das nicht vorstellen, aber viel dabei geholfen hat natürlich auch die große ökonomische Krise, die nicht nur in Trieste stattfindet, sondern auch in der ganzen Welt und in Europa. Und aber wir haben auch eine große Wut, weil wir haben einen Hafen, der, wenn er von der aktuellen Verwaltung Italiens gut verwaltet wäre, dann hätten wir die Chance, aus dieser Krise rasch rauszukommen. Was mich zum Hafen bringt, wir waren vorher unten, der Hafen schaut teilweise gut aus, aber große Teile des Hafens wurden de facto in einem desolaten Zustand niederverwaltet, wenn man das so sagen kann. Wie soll das langfristig neu aussehen und wer soll das zahlen? Siamo stati con voi nel porto, abbiamo visto che alcune parti del porto sembrano abbastanza tenute abbastanza bene, altre sono in una condizione desolata. In quanto tempo secondo voi si potrebbe ripristinare il porto e chi verrebbe a pagare questo, quanto dovrebbe costare? Dei costi non abbiamo sinceramente un ordine di idee, di prezzo, eccetera. Quello che è sicuro è che la convenienza di avere una zona franca internazionale che ha leggi in vigore molto simili a quelle di altre aree tipo Singapore oppure Hong Kong rende molto appetibile la questione da parte di aziende o multinazionali, soprattutto straniere. Wir können nicht wissen, was das kosten könnte, aber die Aussicht, dass der Hafen in Trieste so etwas wie Singapur oder Hongkong werden könnte, das könnte natürlich viele Wege öffnen für Investitoren aus dem Ausland. Aber dann hätte doch theoretisch, weil wir haben im Vorfeld zu dem Gespräch gesprochen, der Freihafen hätte unter der italienischen Zivilverwaltung ja weiterentwickelt werden müssen, das steht ja auch in dem Gesetz. Come appunto abbiamo parlato prima, la legge direbbe che l'amministrazione civile del governo italiano si sarebbe anche impegnata a sviluppare ulteriormente il porto. È vero questo?
No, cioè l'amministrazione italiana finora... Ma avrebbe dovuto, la domanda avrebbe, sì, sì, avrebbe dovuto appunto proprio attraverso la firma, la stipula anche in seguito al Trattato di Pace del Memorandum di Londra, avrebbe dovuto appunto amministrare il territorio libero di Trieste e il porto internazionale di Trieste secondo appunto le leggi del Trattato di Pace. L'articolo 20 del Memorandum di Londra recita chiare lettere che l'Italia si obbliga a mantenere il porto internazionale di Trieste, e questa è una chiara palese violazione di un patto sottoscritto dall'Italia. Quello che avete visto voi del porto, scusi, in Memorandum of London of Understanding gibt es, ist es klar geschrieben, dass Italien sich damit verpflichtet, den Hafen so weiter zu verwalten, wie es im Statut des Hafens steht. Quello che avete visto voi, quelle aree mantenute bene, sono le aree che l'Italia cerca di recuperare per praticamente inserirle in un contesto di speculazione edilizia che vuole, diciamo, attuare all'interno del porto franco internazionale. Was ihr gesehen habt, also diese Teile des Hafens, die in einem relativ guten Zustand sind, sind die Zonen, die die Spekulation, die also es gibt eine Spekulation hier, also man will da Häuser, Einkaufszentren und so weiter aufbauen, und die sind genau vorgesehen für die Zonen, die ihr gesehen habt. Aber das ist ja eigentlich exterritoriales Territorium, also das dürfte ja theoretisch nicht passieren. Però questo sarebbe una zona extraterritoriale, quindi esatto, non dovrebbe essere possibile. Intanto il porto dovrebbe essere chiuso totalmente. Quell'area che avete voi percorso, quella il comune vuole dedicarla, praticamente portarla alla città come viabilità alternativa. In realtà la strada deve essere chiusa all'interno del porto e basta. Also das ist eine extraterritoriale zone, und die Zone, die wir besichtigt haben, müsste eigentlich geschlossen sein, weil das Teil des internationalen Hafens ist, und da dürfte man nicht reingehen. Und aber der Bürgermeister möchte, das hat diesen Teil aufgemacht als alternative Verkehrsstraßen, aber das darf nach dem Statut nicht passieren. Das heißt aber auch, dass eigentlich Dresden theoretisch ja für diesen Skandal, der da passiert, theoretische Entschädigung auch von Italien fordern könnte, oder? Quindi questo significa che in teoria Trieste potrebbe chiedere i danni all'Italia per quello che è stato fatto. Assolutamente sì, si tratta sia di un danno erariale che subiamo di giorno in giorno, ma sia anche di una di averci vietato praticamente una possibilità, uno sviluppo economico, e di averlo fatto anche nei confronti delle nazioni aventi diritto ad usufruire di quel porto. Das ist genau so, also es ist eine ökonomische Beschädigung, die die Stadt hat hinnehmen müssen, und das hat viele Investitionen aus dem Ausland weggenommen und somit die Möglichkeit der Stadt sich weiterzuentwickeln. Wie hoch ist da jetzt eigentlich in Dresden, weil wir davon gesprochen haben, 70.000 Einwohner sind schon weniger als vor 50 Jahren. Wie hoch ist jetzt die Arbeitslosenquote in Dresden? Come ha sentito, Trieste ha perso negli ultimi 50 anni circa 70.000 abitanti. Qual è la percentuale di disoccupazione a Trieste? Adesso attualmente le cifre esatte non le conosciamo, sappiamo di sicuro che circa 3.000 persone all'anno se ne vanno a Trieste. Adesso c'è stato sicuramente un incremento proprio a causa della mancanza di lavoro. Also wir wissen die genaue Zahl der Arbeitslosigkeit in Trieste nicht, aber wir wissen, dass ungefähr 3.000 Leute jedes Jahr Trieste verlassen. Das heißt, Trieste ist eigentlich eine sterbende Stadt?
Quindi significa che Trieste sta morendo. Sta morendo. Esatto. Esattamente. Genau, das stimmt. Fühlen Sie sich da eigentlich von den Italienern verraten? Vi sentite traditi dall'Italia? Non ci sentiamo italiani e basta. Vi fühlen uns nicht als Italiener und das ist alles. Aber Sie fühlen sich besetzt. Però vi sentite occupati dall'Italia? A questo punto sì. E also, kann man sagen. Das ist schon mal etwas ganz Eigenes, weil wir in Österreich hören immer, also ich sage, seit 15, 20 Jahren habe ich immer gehört, in Triest ist so ein Keim der Unabhängigkeit. Aber noch nie habe ich es gesehen. Heute war ich Teil dieses Marsches. Da circa 15, 20 anni in Austria abbiamo sentito che a Trieste c'era una, quantomeno il seme dell'indipendenza, ma oggi quello che abbiamo visto è stato notevole e impressionante. Und ich war aufs tiefste begeistert und ergriffen, was da eigentlich passiert ist. Io ero molto commosso di vedere quello che è successo oggi. Daher frage ich mich, was können wir für euch tun? Per questo io mi chiedo cosa potremmo fare noi per voi. Um euch die Unabhängigkeit noch eher zu ermöglichen, als es anders wäre. Per aiutarvi ad ottenere l'indipendenza ancora prima di quanto la otterreste anche da soli. Ma quello che è sicuro è appunto la possibilità magari vostra di poter operare in Austria, magari informando sia parti politiche, amministrative, ma anche aziende che potrebbero essere interessate nello sviluppo del nostro porto e poter investire nel nostro porto. Spero sia schön, wenn ihr irgendwie unsere den Fall Trieste verbreiten könntet durch die Presse oder auch Unternehmer davon überzeugen, dass es so einen Hafen gibt. E poi in seguito, quello è sicuro, un aiuto a poter sostenere questa causa internazionale che avrà dei costi comunque elevati per le nostre tasse. Das wäre auch natürlich sehr wichtig, dass wenn es möglich wäre, da jedes internationale Verfahren eine Menge Geld kostet, wäre auch natürlich für uns sehr gut, wenn es auch eine ökonomische Unterstützung zu schaffen wäre. E poi l'ultima cosa che aggiungo è anche oggi, tuttora, un qualsiasi Stato può sollevare la questione di Trieste al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Und als letztes möchte ich noch dazu sagen, dass jeder Staat, der Mitglied der UNO ist, kann den Fall Trieste wieder in die Tagesordnung bringen. Das ist das, was wir besprochen hatten wegen dem Gouverneur. Ja. Also wegen der Bestellung des Gouverneurs des Freistaates. Ja, per la nomina del governatore. Esattamente. E poi un'altra cosa voglio aggiungere io è che oggi sfilavo uno striscione, quello che avevamo a Vienna, euer Affen ist. Dazu wollte ich gerade kommen. Questa è la Vienna, perché comunque l'Austria sicuramente avrebbe una corsia preferenziale nel porto di Trieste. Ja, also wir hatten diese Fahne, wo es geschrieben ist, unser Affen ist euer Affen, weil also Vienna und Wien und Österreich natürlich hätte eine besondere Gunst hier in Triest. Und genau dazu wollte ich gerade kommen. Soweit ich das richtig verstanden habe, wurde Triest, dieser Freihafenstatus, 1947 in den Friedensverträgen garantiert. Und gleichzeitig hat Triest die Möglichkeit, Österreich, der Schweiz, Tschechien, in dem Fall jetzt auch der Slowakei, weil die Tschechoslowakei aufgelöst wurde, und Ungarn den Hafen zu öffnen und dass deren Schiffe unter triestinischer Flagge fahren dürfen. Chiede se ha capito bene che nel trattato di pace queste cinque nazioni, Svizzera, Austria, Cechia, Slovacchia e Ungheria avrebbero delle condizioni particolari nel porto di Trieste, la possibilità di avere delle loro navi
Volevo sapere se ha capito bene questa faccenda. L'allegato 6 del Trattato di Pace, nella fattispecie l'articolo 33, cita proprio che queste nazioni possono battere bandiera, possono avere le proprie flotte commerciali all'interno del porto di Trieste. Also im Anhang 6, Artikel 30, 30, 30, Artikel 30. Artikel 33. 33. Annex 6. Also Anhang 6 und Artikel 33, da steht, im Friedensvertrag ist geschrieben, dass diese Länder die Möglichkeit haben, eigene Schiffe mit eigener Fahne zu haben. Und auch in Trieste zu günstigeren Bedingungen als sonst zu handeln. E avere anche la possibilità di avere condizioni più favorevoli? Assolutamente, avere il proprio registro navale nel territorio di Trieste. Questa è la possibilità che ha l'Austria o la Repubblica Ceca, l'Ungheria, eccetera. Ja, das wäre das ist so. Es gibt diese besondere registro navale. Registro navale. Navale registro. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich glaube, so weit habe ich es verstanden. Also die Möglichkeit registrieren zu ja. Und hier direkt im Freihafen Handel zu treiben. Genau. Das bringt mich noch zu einer Frage. Triest ist ja historisch gesehen mit Österreich verbunden, verkehrstechnisch auch. Das Problem wäre aber, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass ja bei einer Abspaltung der sogenannten Zone A von Italien Teile dieser historischen Bahnverbindung erst recht über italienisches Territorium dann fahren würden. Das würde doch dann auch bedeuten, dass die Italiener hier durchaus das blockieren könnten. Trieste è legata all'Austria storicamente, però lo era anche con i mezzi di comunicazione. Siccome il territorio libero è diviso in due stati, per il momento si parla della zona A. L'Italia, siccome una parte della ferrovia dovrebbe poi passare per l'Italia, secondo voi l'Italia bloccherebbe questi commerci? Ma ci potrebbe essere anche un'alternativa, è quella di passare per la Slovenia. Siamo legati a. Eine Alternative, natürlich, dass man über Slovenia fährt und nicht über Italien. Also wir sind nicht verpflichtet, über Italien zu fahren. Und glauben Sie, dass Slowenien das einfach so akzeptiert, weil theoretisch wäre dann Triest Konkurrent zu Koper? Credo che la Slovenia accetterebbe una cosa del genere, visto che Trieste rappresenterebbe una grande concorrenza nei riguardi del porto di Capodistria. Ma in questo momento sicuramente c'è questa grossa concorrenza, però ricordiamoci che molte navi, soprattutto le Suezmax, cioè le navi più grosse al mondo, vengono a scaricare da noi e poi alcuni prodotti, quando la nave è a metà carico, vanno a scaricare nel porto di Capodistria. Quindi c'è una possibilità, c'è una possibilità di collaborazione. Poi ricordiamoci che... Ah, sì, scusa. Es gibt im Moment bestimmt eine große Konkurrenz zwischen diesen zwei Häfen, aber ich möchte noch dazu sagen, dass auch jetzt die größeren Schiffe, die kommen erst nach Triesten, wird alles ausgeladen oder mindestens ein großer Teil davor und dann fahren die Schiffe weiter nach Koper, weil das Meer in Trieste tiefer ist als in Koper. Ricordiamoci che sul trattato di pace appunto l'Italia deve agevolare con tutte le sue possibilità i traffici da e per Trieste. Und noch dazu möchte ich sagen, dass im Friedensvertrag verpflichtet sich Italien alle Verbindungen zu und von Trieste, also nach Trieste und von Trieste zu vereinfachen und nicht zu schwieriger zu machen. Aber genau das ist ja derzeit nicht der Fall. È proprio questo quello che non è successo? Esatto. Genau so. Das ist schon alles sehr komplex natürlich. Die Frage stellt sich, warum erst jetzt, 60 Jahre danach? Solita domanda. Questo è molto chiaro. Ci si chiede perché adesso, dopo 60 anni?
Entschuldigung, ich muss nur den Hörern und Sehern noch sagen, 60 Jahre danach heißt, Triest ist 1954 Teil von Italien geworden oder okkupiert worden, wenn man so sagen möchte. Kann ich sagen, Zivilverwaltung? Provisorisch. Unter provisorische Zivilverwaltung, die bis heute so nach wie vor so ist, das ist in Österreich und Italien nicht viel anders. Provisoren haben die Angewohnheit, da ein paar Jahrhunderte zu dauern. So, das war der kleine Exkurs. Questo accade 60 anni dopo, perché diciamo fino agli anni 70 il porto aveva ancora una funzione abbastanza forte anche in campo europeo. Fino agli anni 80-90 i commerci, soprattutto verso l'est, funzionavano ancora a Trieste, soprattutto parlo di commercio proprio, e quindi eravamo ancora una città abbastanza ricca. Bis in den 70ern hat der Hafen ziemlich gut gearbeitet und sogar in den 80ern und 90ern konnte die Stadt noch weiter mit dem Osten handeln und die Trieste war noch relativ reich. E inoltre oggi siamo nell'epoca di internet e quindi l'informazione ha raggiunto un po' tutte le persone. Und heutzutage sind wir in einer Epoche, wo man durch Internet so viel zur Verfügung haben kann. Und e quindi oggi chiunque si può informare e capire le questioni molto più a fondo senza ascoltare la propaganda nazionalista che è stata fatta fino ad oggi. Also dann kann man durch Internet sich informieren und direkt an die Dokumente kommen, ohne sich die Propaganda, die nationalistische Propaganda sich anhören zu müssen. Mhm. Das ist nun mal auch, glaube ich, die Aufgabe dieser Partei, sozusagen als Informationspartei zu dienen oder als Informationsplattform. Quindi anche questo appunto in queste cose qua è un'importante funzione del movimento di informare la gente. Quella è la cosa primaria. Das ist die Hauptsache, die Hauptaufgabe der Partei. Jetzt habe ich noch drei Fragen zum Abschluss. Ancora tre domande. Damit auch, ja, weil ihr habt vorher schon etwas Wichtiges angesprochen, zum Wort kommt. Ihr wart im Juni in Wien, ihr habt in Wien demonstriert und ihr habt dort nicht mit, wie man annehmen könnte, Vertretern der Regierung und nicht mit Vertretern des Außenministeriums gesprochen, sondern man hat euch quasi an die Wirtschaftskammer verwiesen. Eravate a Vienna in giugno, non come rappresentanti del governo, ma siete andati alla Camera del Commercio. Und was war das Ergebnis dieses Gespräches? Und seid ihr von den Österreichern derzeit enttäuscht? Ja. E qual è stato il risultato di questa visita alla Camera del Commercio? E poi volevo sapere se siete. Era apposta lì perché lì ha organizzato sta cosa. Ma siamo andati appunto alla Camera di Commercio perché capiamo anche che per sensibilizzare intanto dal punto di vista economico la questione. Molto più difficile sarebbe secondo noi, almeno abbiamo lottato così, che dal punto di vista politico anche magari il governo austriaco potesse aiutarci in quanto i rapporti diplomatici tra Italia e Austria avrebbero sicuramente avuto qualche disguido. Wir sind zur Handelskammer gegangen, weil natürlich kann man das politisch von uns schwerlich ein Ergebnis haben. Das muss man direkt ans ökonomische Interesse treffen. Und also die diplomatischen Beziehungen zwischen Italien und Österreich. Ha detto che i rapporti diplomatici tra le due nazioni potevano essere un attimino in difficoltà. Ah, das hätte natürlich also Probleme zwischen den zwei Nationen ereignen und da verstehen wir, dass das ein Problem gewesen wäre, so eine politische Frage zu stellen. Deshalb sind wir
direct in die Handelskammer gehören. Mentre le singole aziende invece potrebbero sicuramente utilizzare quello che è il porto franco di Trieste. Poi le due cose sono strettamente connesse. Aber uns scheint es logischer, dass Firmen oder Unternehmer sich direkt an den internationalen Hafen Trieste wenden können. Dann noch eine Frage, wer sind die Gegner lokal und überregional, also von eurer Partei? Quali sono i nemici del locali e regionali o eventualmente anche nazionali del movimento? No, quali, mi fa prima chiedere quali sono gli amici. Es ist schneller zu fragen, welche Freunde habt ihr. So, das bringt mich zu einer allerletzten Frage. Ich war heute in Trieste. Ich war begeistert von der Weltoffenheit dieser Stadt. Oggi a Trieste sono stato particolarmente colpito dall'apertura mentale dei triestini. Die Leute sprechen zwar wahrscheinlich vornehmlich Italienisch, aber viele können zumindest ein paar Happen aus anderen Sprachen. Le persone parlano principalmente chiaramente italiano, però hanno dimostrato di saper parlare comunque anche altre lingue. Und es ist, da ich aus Graz komme, ist es schon etwas Besonderes, wenn man sozusagen die Schwesterstadt Dresden besuchen kann. Io vengo da Graz, per me è chiaramente già qualcosa di particolare poter visitare una città gemellata con la mia. Und daher ist es mir auch bekannt, dass es ja sehr viele Kooperationen gibt. Also die Technische Universität Graz hat ein Institut für Chemie in Dresden. E mi è noto che ci sono già molte collaborazioni fra le due città, fra le università. Aber gleichzeitig möchte Dresden, wenn es Freistaat wird, nicht mehr Teil der Europäischen Union sein. Però è anche chiaro che se Trieste riacquistasse l'indipendenza non sarebbe più parte dell'Unione Europea. Und daher ist jetzt meine Frage, wie kann man das alles vereinen? Also wie kann man diese durchaus widersprüchlichen Ansätze vereinen? La sua domanda è come si potrebbe ovviare a questi problemi? Ma è proprio il fatto di essere una zona extra UE in realtà aprirebbe i mercati a tutte le nazioni che non fanno parte dell'Unione Europea e c'è la possibilità di creare delle collaborazioni molto strette tra la comunità europea e quella che non fa parte delle nazioni extra UE. Genau deswegen, weil Trieste wäre dann ein unabhängiger Staat und könnte als Verbindung zwischen der Europäischen Union und anderen Ländern, die nicht in der Europäischen Union gehören, da könnte Trieste als Verbindungsstaat spielen. Aber dann könnte man ja durchaus Trieste unterstellen, dass es eine Steueroase werden könnte. Das eine? Eine Steueroase werden könnte. Si potrebbe ovviamente dire che Trieste diventerebbe un'oasi, un paradiso fiscale praticamente. Ma questo è quello che è, diciamo, è scritto sul trattato di pace, appunto, che proprio questa zona neutra dà la possibilità di creare, a parte queste collaborazioni tra nazioni, c'è anche la possibilità di avere istituti finanziari insediati proprio all'interno del porto vecchio di Trieste, proprio perché c'è la possibilità di pagare con tutte le valute del mondo. Es steht im Friedensvertrag, dass Trieste so diese zollfreie Zone hat und das ist eine Möglichkeit für viele Länder aus aller Welt, so Firmen oder Unternehmen in diesen zollfreien Zonen zu haben. Also das ist eine Oase, aber nicht nur für Trieste natürlich, das heißt für die ganze Welt. So, und für die ganze Welt, damit möchte ich das Gespräch beenden. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, in diesen durchaus großen Räumlichkeiten dieses Interview führen zu können. Ich sage danke und ich wünsche allen heute einen schönen Abend und bis demnächst. Danke.